Ein Pfarrer und eine Nonne geraten in einen Schneesturm. Sie finden eine verlassene Hütte und suchen dort Schutz. In der Hütte entdecken sie einen Schlafsack, ein Bett und einen Stapel Decken. Der Pfarrer als Gentleman bietet der Nonne das Bett an und nimmt selbst den Schlafsack. Als sie sich für die Nacht einrichten, ruft die Nonne aus: »Vater, Vater, mir ist kalt!« Also steht der Pfarrer auf und legt eine weitere Decke über die Nonne. »Ist das besser, Schwester?« »Ja, Vater, viel besser«, antwortet sie. Also legt er sich wieder in seinen Schlafsack und fängt an einzuschlafen, als sie erneut ruft: »Vater, mir ist immer noch kalt!« Also steht der Pfarrer wieder auf und legt eine weitere Decke über sie, um sicherzustellen, dass sie gut im Bett liegt. »Ist das besser so, Schwester?« fragt er. »Oh ja, Vater, das ist viel besser«, sagt sie. Also legt sich der Pfarrer wieder in seinen Schlafsack und fängt gerade an zu träumen, als er von ihrem erneuten Ruf aufwacht. »Vater, Vater, mir ist einfach so kalt!« Der Pfarrer denkt eine Weile darüber nach und sagt schließlich: »Schwester, wir sind mitten im Nirgendwo in einem Schneesturm. Niemand außer uns beiden und dem Herrn selbst wird jemals erfahren, was in dieser Nacht passiert. Wie wäre es, wenn wir uns einfach für diese Nacht so verhalten, als wären wir verheiratet?« Die Nonne denkt eine Minute darüber nach, kann nicht leugnen, dass sie neugierig ist und antwortet schließlich: »Okay, Vater, nur für diese Nacht werden wir so tun, als wären wir verheiratet.« »Großartig«, antwortet der Pfarrer. »Steh auf und hol dir deine verdammte Decke selbst!«